Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, wir sind in Brandenburg, das erkennt ihr am wunderbaren Wetter. Wir sind in Prenzlau beim Autohaus Dehn und zwar auf euren Wunsch hin. Ihr habt mir ja über Instagram geschrieben, Mensch Olli, uns hat ja der Vergleich zwischen dem IONIQ 6 und dem IONIQ 5 so gut gefallen, aber kannst du nicht auch mal den Vergleich machen mit dem IONIQ 6 und dem Kia EV6, weil da auch viele sich vielleicht zwischen diesen beiden Fahrzeugen entscheiden wollen. Und euer Wunsch ist mir natürlich auch gerne Befehl. Und deswegen sind wir heute hier zusammengetroffen, um euch mal den nagelneuen Hyundai IONIQ 6 mit dem Kia EV6 statisch zu vergleichen. Wenn euch das interessiert, seid ihr genau in diesem Video richtig. Und bevor wir losstarten, schaut bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und für all die EV6-Freunde sei gesagt, wir werden auch noch ein Video drehen mit dem EV6 GT, also der performanten Variante. Das folgt dann in ein paar Tagen. Also, Abo lohnt sich. Und jetzt starten wir mal los mit dem statischen Vergleich. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne und schauen mal auf die Frontpartie sozusagen in die Augen des Kia EV6. Da erwarten uns nicht nur LED-Scheinwerfer, sondern optional auch Matrix-LED-Scheinwerfer. Und ich muss sagen, gerade hier in diesem grünen Metallic, das sieht so ein bisschen aus wie das klassische British Racing Green. Schön schwarz, glänzend abgesetzt mit ein bisschen Chrom, sieht das richtig schick aus. Der Kia EV6 ist ja so ein Cross-Utility-Vehicle, also kein klassisches SUV, aber auch keine Limousine, sondern irgendwo dazwischen und hat ja bei euch großen Anklang gefunden. Das Pendant dazu, sozusagen aus der Brüderschaft der Koreaner, Kia und Hyundai, der Hyundai IONIQ 6. Endlich mal eine Limousine, endlich mal eine Limousinenform. Und Hyundai hat hier, wie ich finde, auch eine sehr, sehr schöne Optik geschaffen. Ich vergleiche es ja mal liebevoll mit dem Saab 900. Einige von euch haben mir sogar geschrieben, Mensch, Olli, der sieht ja fast aus wie ein elektrischer 911er. So weit ist Porsche noch nicht, aber vielleicht Hyundai. Und im IONIQ 6 gibt es endlich auch Matrix-LED-Scheinwerfer optional. Das haben sich ja viele auch im Hause Hyundai gewünscht. Und ich muss sagen, die Form und die Optik ist natürlich bekanntlich Geschmackssache. Da können beide punkten. Gerade diese Pixel-LEDs finde ich ja sehr, sehr schick. Erst schaust du dem Auto auf die Front und Steffen, dann schauen wir ihm auf den Arsch. Ach du Scheiße, sowas dürfen wir doch gar nicht sagen. Auf das Heck. Und auch da muss ich sagen, Steffen darf wieder mal entscheiden, wo wir mit anfangen. Er tendiert diesmal zum IONIQ 6 und ich muss euch sagen, auch da hat sich ja Hyundai mal eine richtig schöne Variante überlegt. Auch hier wieder die Erinnerung, 911er, Saab 900, Pixel-LED, Rückleuchten. Ich glaube, insgesamt sind 500-600 Pixel-LEDs hier verbaut. Und dann kommen ja meine beiden Fleischtheken. Einmal für die Pommes, einmal für die Currywurst. Das heißt, hier ist alles so ein bisschen terrassiert. Und was natürlich am Heck auch nicht fehlen darf, Steffen, schau mal, ist so eine kleine, dicke, fette Haifischflosse, die man ja auch so als Mittelmarkierung für das Fahrzeug werten kann. Ja, gerade die Heckpartie, dann auch in Verbindung, da kommen wir später zu, mit der Kofferraumklappe, die scheidet ja so ein bisschen die Geister und wahrscheinlich am Ende auch so ein bisschen die Geschmäcker. Dahingegen hat der Kia EV6, wie ich finde, sogar noch ein futuristischeres Design. Steffen, wenn wir da mal genauer hinschauen, nicht nur, dass wir hier quasi ja fast eine kombiartige, coupéartige Hecklinie haben, sondern wir haben auch so ein durchgehendes Leuchtband, was quasi hier vorne startet, dann über die Mitte geht. Ich gehe mal schnell um den Steffen herum und dann über die Mitte hier wieder an den Seiten endet. Hier sind die Blinker drin. Also ich muss sagen, auch das scheidet ja so ein bisschen die Geister. Und wenn du so willst, Steffen, haben wir hier auch eine kleine Pommes-Theke, nämlich den Heckkanten-Spoiler. Und dann haben wir hier hinten nochmal eine kleine Pommes-Theke mit dieser Abrisskante. Also auch da, muss ich sagen, sieht schick aus. Und dann im British Racing Green eine Haifischflosse. Ja, Mai, das hätten wir auch in die Karosserie, die Außenspiegel oder die Scheiben integrieren können. 4,68 Meter ist der Kia lang und 4,85 Meter sogar der IONIQ
6. Das heißt, ihr seht hier relativ deutlich auch mal aus dieser Einstellung die Längenunterschiede. Ansonsten nehmen sich die Fahrzeuge ja gar nicht so viel. Beide gibt es mit 58 Kilowattstunden dann in der Akkukapazität. Beide gibt es auch mit dem 77,4 Kilowattstunden Akku. Beide gibt es als reinen Hecktriebler mit 170 PS und kleinen Akku. Oder dann halt auch mit der großen Batterie mit 229 PS Heckantrieb. Oder optional dann selbstverständlich auch als Allradvariante, auch beide mit 329 PS und ordentlich Newtonmeter Drehmoment. Beim Kia EV6 gibt es ja den GT, also sozusagen die sportlichste Variante, die wir euch demnächst auf dem Kanal zeigen, dann mit 585 PS. Und hier habe ich schon gehört, soll dann irgendwann nicht nur eine N-Line in der Optik kommen, sondern halt auch ein N-Modell in der Performance. Da warten wir ja auch schon beim IONIQ 5 drauf, soll wahrscheinlich auch diesen Sommer auf den Markt kommen. Also auch da wird Hyundai mit der Performance nachlegen und sich wahrscheinlich in ähnlichen Sphären bewegen wie der Kia EV6 GT. Wo beide Fahrzeuge natürlich auch einen riesen Unterschied haben, ist in der Höhe. Denkt man, so ein Cross-Utility-Vehicle, SUV-Art und eine Limousine, aber nein, der IONIQ 6 ist 1,49 Meter hoch und der Kia EV6 nur 1,55 Meter, in die klassischen 1,60 Meter eines SUVs. Ihr seht zwar den Höhenunterschied, aber wenn wir es so ein bisschen über die Seite betrachten, dann muss ich sagen, kommt der Kia EV6 gar nicht hochhackig oder hochbeinig heraus. Klar, er hat ein bisschen mehr Bodenfreiheit als der IONIQ 6, aber ich muss sagen, das ist doch mal eine schöne Alternative und ich hoffe natürlich, und da gibt es ja auch schon Bebilderungen in der Skalierung, dass es den IONIQ 6 irgendwann vielleicht auch mal so als Shooting Brake Kombi, wie auch immer ihr es nennen wollt, geben wird, weil das könnte ja dann, wenn wir gleich zum Kofferraum kommen, noch mega, mega interessant werden. Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine 5 Minuten und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte mal in der Videobeschreibung nach, geht da gerne auf unseren Link und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und dafür sage ich herzlichen Dank. Apropos mega interessant, ich habe nämlich erfahren, dass die Firma Autohaus Dähn aktuell, also Stand Zeitpunkt Drehzeitpunkts dieses Videos, 11 IONIQ 5 verfügbar hat in allen Größen, Variationen, Ausstattung und sogar noch 6 Hyundai IONIQ 6 frei verfügbar hat. Das heißt, wenn ihr da Bedarf habt an einem sofortigen Elektroauto, schaut da mal bei Autohaus Dähn vorbei. Vielleicht haben die da das passende Angebot für euch und sagt gerne, dass ihr über einfach elektrisch kommt. In der Elektromobilität sehr, sehr beliebt ist ja der Frunk, also sozusagen der vordere Kofferraum. Und da macht Kia natürlich auch der Elektromobilität seine Ehren, indem er hier, wir haben hier die Allrad-Variante, zumindest mal einen kleinen Frunk bietet mit 28 Liter. Die rein heckbetriebenen haben dann, soweit ich weiß, 56 Liter. Und gleiches hat man auch hier vorne dann im Hyundai IONIQ 6. Leider ohne Klappe, hat man wohl gespart, aber ihr seht ja mal die 56 Liter. Da ist also Platz fürs Ladekabel, für Schuko Notfallset. Und das ist halt praktisch, weil ihr dann nicht zum gerade bei so nassem Wetter vielleicht die Kabel mit in den Gepäckraum nehmen müsst und da eure Sachen vielleicht voll schmattert. Steffen, was meinst du, Koreaner? Stahl oder Alu? Stahl. Ha! Satt! Und bei dem anderen Koreaner? Oh, wahrscheinlich auch Koreaner. Aber meinst du Alu oder Stahl? Stahl. Ah, satt.
Kia EV6. Was für eine geniale Designlinie. Und was ich einfach mega finde, Steffen, ist ja nicht nur hier dieser Heckkantenspoiler und diese kleine Illumination in der Beleuchtung, sondern einfach dieses schicke, Coupé-artige, Kombi-artige Cross-Utility-Design. Das haben die Designer von Kia, finde ich, mega umgesetzt. Und wir haben halt hier auch eine riesengroße Heckklappe mit bis zu 480 Liter Stauvolumen. Wenn uns das nicht reicht vom Stauvolumen, dann können wir natürlich auch noch die Sitzbank umlegen, 60 zu 40, inklusive Durchreiche in der Mittelarmlehne für Skier oder mal einen langen Gegenstand. Und haben hier auch noch ein schönes Fach, wo wir auch noch mal ein paar Sachen mit reinpacken können, mit so einem doppelten Ladeboden. Also ich muss sagen, da hat sich Kia sehr, sehr viel Mühe gegeben und auch sehr, sehr viel Flexibilität geschaffen. Optional geht natürlich auch noch ein Dachgepäckträger, optional geht auch noch eine Anhängerkupplung. Und ja, hier seht ihr aber, dass halt diese Designlinie sehr stark abfällt, sodass wir hier quasi auch nur in der Höhe einen relativ begrenzten Stauraum haben. Das ist dann vielleicht der Nachteil des Designs. Aber wir wollen ja mal schauen, wie hat das Hyundai beim IONIQ 6 umgesetzt. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, Steffen. Ich muss immer gucken, ach, hier ist ein Drücker. Leider hat man sich hier für ein Sedan, also für ein klassisches Stufenheck entschieden, wo wir halt gut 400 Liter Kofferraumvolumen generieren. Hier hätte ich mir so eine Fließheckklappe gewünscht, dann hätten wir ihn auch schön und ordentlich beladen können. Das ist vielleicht das einzige Manko an diesem Auto, was, glaube ich, auch viele stört. Diese Durchreiche dann nochmal 60, 40 auch fürs Gepäck. Und hier hat Hyundai, schaut mal, nämlich auf die Durchlademöglichkeit in der Mittelarmlehne verzichtet. Das heißt, lange Gegenstände, da muss man dann halt immer die Rückbank halt zu umlegen. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man 4 Personen fahren möchte, weil es dann halt nicht geht. Und da muss man halt auch auf den Dachgepäckträger oder auch auf die optionale Anhängerkupplung ausweichen. Finde ich leider ein bisschen schade, weil stellt euch mal vor, so eine richtig große, dicke, fette Fließheckklappe mit einer kleinen Hutablage. Was hätten wir da für ein geniales Elektroauto als Limousine kreiert? Schade, Hyundai, vielleicht beim nächsten Mal oder mit einem Shooting Brake. Was beide Fahrzeuge, wie ich finde, genial umgesetzt haben, ist nicht nur die 800-Volt-Technik, sondern halt auch das schnelle Laden. Und mit einer schönen elektrischen Klappe, ihr seht das hier, haben wir zum einen dreiphasig AC 11 kW serienmäßig bei beiden Fahrzeugen an Bord und dann halt auch DC optional mit bis zu 240 kW in der Peak. Was bedeutet, dass unter optimalen Verhältnissen diese Fahrzeuge dann von 10% auf 80%, das haben wir ja hier auf dem Kanal auch schon mehrfach belegt, dann von 10% auf 80% in 18 Minuten laden können. Ja, sie haben ein Cold Gate gehabt. Ja, Hyundai und Kia haben per Software nachgebessert, aber halt nicht perfekt, das muss man fairerweise dazu sagen, sodass es sein kann, gerade bei kälteren Temperaturen, dass wir dann doch Ladezeiten von 10% auf 80%, das durften wir auch mit dem IONIQ 6 neulich erfahren, dann so von 27, 28 Minuten haben. Aber sind wir mal ehrlich, das ist dann genauso schnell wie ein 400-Volt-System und der Marktführer schafft beispielsweise dann halt auch beim ID.4 oder auch bei einem Tesla Model 3 oder Y. Bevor wir zu den Innenräumen kommen, schauen wir uns natürlich noch mal so ein bisschen die Türblätter an und werfen schon mal den ersten Blick zum einen auf die digitalen Außenspiegel. Steffen, was sagst du dazu? Ich brauche sie nicht. Du brauchst sie nicht, ich brauche sie auch nicht, aber wer es mag und drauf steht, der wird auf jeden Fall hier befriedigt. Die gibt es ja momentan, soweit ich weiß, beim Kia EV6 noch nicht. Hier haben wir schöne analoge Außenspiegel, die aber auch, wie ich finde, eine schöne Form haben. Auch hier mit dem, ich glaube, das ist so eine, ist das überhaupt eine GT-Line, Steffen? Ich habe es gar nicht gesehen. Oder so eine Basis. Auf jeden Fall haben wir hier schöne große Türen an beiden Seiten, die wir natürlich auch öffnen können. Und wo wir, Steffen, mal so über die Tür vielleicht auch mal so in die Innenräume schwenken können, wenn du magst. Und da werden wir viele Ähnlichkeiten finden, die einfach nur so ein bisschen markenspezifisch adaptiert wurden. Das ist halt so die Brüderschaft und Schwesterschaft zwischen Kia und IONIQ und Hyundai vielmehr. Und da muss ich sagen, gerade hier so mit dem hellen Leder, Steffen, schau mal,
das sieht natürlich schon mega, mega schicki aus. Und da werden wir uns gleich nochmal von innen einen weiteren Eindruck entsprechend verschaffen. Ja, für euch immer interessant ist natürlich, bevor wir nachher zur Sitzprobe kommen, auch immer die Möglichkeit, gerade mit mehreren Personen, wie kann man sich hinten im Auto verhalten? Und da haben wir hier zum einen natürlich, schau mal Steffen, die abfallende Dachlinie, das heißt ein bisschen Köpfchen einziehen. Und da haben wir die Rückbank, aber man sieht schon, das sieht nach viel Platz aus. Und hier haben wir, Steffen, schau mal, auf der anderen Seite beim EV6 eine ähnliche Tür. Nicht ganz so stark abfallende Dachlinie und auch mega, mega viel Platz. Also ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Was sagst du denn eigentlich so als Zwischenstand? IONIQ 6 oder Kia EV6? Hält sich bei mir auch die Waage, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir schauen uns den Innenraum an. Schaut euch doch bitte mal diesen Armaturenträger an, des Kia EV6. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ich bin aber auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ja bei uns ein Kia EV6 im Bestand habe und da jetzt schon fast ein Jahr sehr, sehr gute Erfahrungen mitmachen durfte. Wir haben zum einen ein schönes griffiges Lenkrad, haptische Tasten, Multifunktion, leider unten nicht abgeflacht. Das finde ich ja immer noch mal so ein bisschen sportlicher, ein bisschen eleganter. Dann haben wir hier ein schönes 12 Zoll Fahrerinformationsdisplay, was wir in verschiedenen Einstellungen dann halt auch für uns optimieren können. Und wir haben optional dann auch ein Head-Up-Display, was wir dazu bestellen können, finde ich mega, mega praktisch. Infotainment auch wieder 12 Zoll, schön zentral, gut zu sehen, leicht so ein bisschen zum Fahrer gecurved. Und wir haben hier eine tolle Bedieneinheit, Steffen, dann nicht nur für die Klimaanlage, so wie wir es jetzt eingestellt haben, sondern wir können hier umschalten, dann auch nochmal für die Hauptfunktion des Infotainment-Menüs. Und da muss ich sagen, das ist gut gemacht. Schöne Mittelkonsole hier auch mit Sitzbelüftung optional, Sitzheizung, Lenkradheizung und das natürlich beidseitig. Fahrstufenregler, hier eine schöne induktive Ladefläche für Smartphone, zwei Becherhalter und noch ein Staufach, so für die nötigsten Dinge. Da muss ich sagen, das gefällt mir vom Innenraum schon mal sehr, sehr gut. Kia hat es geschafft, die Platzverhältnisse optimal in der Elektromobilität auszunutzen. Hier schön mit zwei Ebenen. Unten haben wir ein schönes großes Staufach, wo das Herrentäschchen und das Damentäschchen hinpassen. Wir haben USB-A, USB-C-Anschluss, wir haben zwei 12-Volt-Steckdosen und jede Menge Platz. Und das finde ich auch ergonomisch gut gemacht. Darüber hinaus haben wir hier ein kleines Handschuhfach, aber wo ich so ein bisschen unzufrieden bin, ist teilweise so in dem Optik-Haptik-Mix, weil gerade so in der Türverkleidung im unteren Bereich haben wir halt viel harten Kunststoff. Finde ich ein bisschen schade. Da könnte Kia noch ein bisschen wertiger werden. Sitze sind für mich sehr, sehr gut. Was mir hier vielleicht noch fehlt, optional wäre dann die Längsverstellung, gerade für Menschen, die groß sind, groß gewachsen sind, lange Beine haben und vielleicht für die sportlich performanten Fahrer hier nochmal ein Schulterpölsterchen, weil gerade so vom Innenverhältnis, man sitzt relativ hoch innerhalb der Karosse und hat hier gerade mit meinen 1,85 Meter jetzt nicht die maximale Kopffreiheit. Insbesondere dann, wenn ihr das optionale Glasschiebedach dazu nehmt, dann wird es halt schon in manchen Sitzpositionen mega, mega eng. Also die Großen von euch sollten in jedem Falle mal eine Sitzprobe machen. Apropos Sitzprobe, die wollen wir natürlich auch hinten machen. Und mal schauen, wie der Olli hier auf die Rückbank passt. Köpfchen wird eingezogen, Steffen, danke für den Hinweis. Und ich muss sagen, hier kommt man doch elegant rein. Auch im Fond haben wir beim Kia EV6, wie ich finde, ordentlich Platz. Der Sitz ist sogar hinter der B-Säule wie sonst eingestellt und ich kann hier vernünftig und gut sitzen. Wir haben ein schönes Fach, was man auch mit zwei Becherhaltern nutzen kann. Das kann man so rein und raus schieben. Schöne Mittelarmlehne, hätte vielleicht sogar noch ein Stückchen länger sein können, aber das ist jetzt meine persönliche Vorliebe. Wir haben Kinder-Isofix-Befestigung, ist ja für die Dame immer wichtig. Und wir haben hier in den Sitzen, schau mal Steffen, die USB-C-Anschlüsse reingepackt. Finde ich auch praktisch, weil man da gut rankommt. Dann in der B-Säule haben wir auch noch Lüftungsdüsen für die Klimatisierung hinten. Also man hat hier eigentlich so an fast alles gedacht, außer dass wir natürlich hier wieder schönstes, feinstes Hartplastik haben. Sicherlich wie immer aus recycelten Materialien in der Elektromobilität. Und optional bekommen wir auch noch die Sitzheizung hinten, wenn wir es wünschen, aber leider nicht die Sitzbelüftung. Herzlich willkommen hier im Innenraum des Hyundai IONIQ 6 und man sieht hier, finde ich schon, so wieder eine Generation weitergedacht. Nicht nur, dass wir hier die Monitore der digitalen Außenspiegel haben, das ist Geschmackssache, da habe ich euch in der Review ja schon informiert, aber wir haben ja auch ein schönes, übrigens das fässt sich richtig geil an hier, dieses Kunstleder oder Leder.
Multifunktionslenkrad, unten so ein bisschen abgeflacht, auch wieder mit schönen haptischen Tasten und, was ich geil finde, hier auch so mit so ein bisschen Illumination. Ich mag ja dieses Bling, Bling, Bang, Bang irgendwie so ganz gerne. Und was Hyundai gut gemacht hat im Vergleich zum IONIQ 5, das ist hier schwarz umrandet, hier nochmal schön mit so einer metallischen Fläche. Das sieht viel, viel wertiger aus. Wir haben 12 Zoll Fahrerdisplay, auch wieder mit ähnlichen Funktionen. Ihr seht es schon in der Grafik, könnt ihr auch schwarz stellen, wenn ihr es möchtet, oder in der Automatik lassen, so wie jetzt. Dann habt ihr tagsüber weiß und abends schwarz. Ihr bekommt das Head-Up-Display optional und ihr habt das 12 Zoll Display dann halt auch für das Infotainment. Hier haben wir rein die Klimaanlagensteuerung im unteren Bereich und oben dann haptische Tasten für die Navigation. Hat beides Vor- und Nachteile, man muss halt nicht hin und her schalten, aber ich muss sagen, auch die Kia-Lösung finde ich gar nicht so schlecht. Induktive Ladefläche, USB-A-Anschluss, zwei Becherhalter und wir haben hier zentral, wenn man die Türen relativ blank gelassen hat, Steffen, schwenk mal rüber, guck mal, das ist auch mal ein schickes Design, gerade hier so mit dem hellen Interieur, dem optionalen Bose Soundsystem, was auch gut klingt, gut gelöst und hat die Schalterchen und Knöpfchen für die Fensterheber und für die Zentralverriegelung hier in die Mitte gebracht. Finde ich auch mal eine schöne Geschichte. Und den Fahrstufenregler, das kennt ihr aus dem IONIQ 5, dann unterhalb des Wischerhebels. Auch eine gute Lösung. Auch hier haben wir wieder ein schönes Staufach. Da sind auch noch zwei USB-C-Anschlüsse drin. Also ich muss sagen, am Ende ist es Geschmackssache und ist in beiden Augen Toast, wie ich finde, gut gemacht. Und auch Hyundai hat es verstanden, dieses rein batterieelektrisch konzipierte Fahrzeug in der Fläche optional zu nutzen. Hier mal durchgehen, finde ich aber gar nicht schlimm. Und hier drunter, Steffen, schau mal, so ein Riesenfach. Also da passen auf jeden Fall zwei Taschen hin, das Herrentäschchen und das Damentäschchen. Finde ich richtig schick gelöst. Und wir haben hier auch ja fast die gleichen Sitze, wenngleich die Kopfstütze hier so aufgesetzt ist. Da beim Kia war so ein bisschen integriert. Aber gerade mit diesem hellen Leder, das sieht halt schon mega schick und mega insane in meinen Augen aus. Hier haben wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit, ein Glasschiebedach zum Öffnen bekommen. Das ist beim Kia etwas größer. Hier ist es ja etwas kleiner vom Ausschnitt, aber auch schön gelöst und gibt dem Innenraum natürlich viel Licht. Und gerade in Verbindung mit dem hellen Sitzen hat Steffen ja richtig Belichtungsschwierigkeiten dann bei seiner Kameraeinstellung. Was ich auch cool finde, ist dieses ausziehbare Handschuhfach. Das kennen wir ja auch schon aus dem IONIQ 5. Finde ich irgendwie auch cool gemacht, weil da kann nicht gleich was rausfallen. Auch wenn man als Fahrer mal ausnahmsweise während der Fahrt da mal rangeht. Also ich muss sagen, Hyundai und Kia, das sind gute koreanische Autos. Und am Ende ist es vielleicht sogar ein Stückchen Geschmackssache, Steffen. Wir wollen die Sitzprobe hinten machen und ihr seht schon diese wunderschöne Coupé-artige Dachlinie. Ja, ist ja gut. Und das ist vielleicht das einzige Manko bei diesem Fahrzeug. Das schauen wir uns gleich nochmal von innen an. Steffen, ich sitze hier mega bequem. Das ist einfach der Hammer. Und guck mal, wie viel Sitzabstand ich hier habe. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr Platz und noch mehr Raum als im Kia EV6. Das Einzige, was wir halt haben durch die abfallende Dachlinie, ist natürlich auch wenig Platz nach oben. Das Schiebedach ist hier weiter vorne, deswegen hat man es wahrscheinlich auch nicht so groß und so lang gezogen. Wir haben die Mittelarmlehne hier mit zwei statischen Cupholdern. Wir haben Isofix-Befestigung Fahrer- und Beifahrerseits. Wir haben hier schöne Netze. Schau mal, Steffen, hier sind die Lüftungsdüsen zentral und nicht an der B-Säule und zwei USB-C-Anschlüsse. Aber ich muss dir sagen, ich fühle mich hier echt wie in Abrahams Schoß. Und ich habe das ja, glaube ich, damals auch in der Review gesagt. Eigentlich wäre das so ein schönes, einfach elektrisch Mobil, wo du mich schön fahren könntest. Und ich könnte hier sogar vorne den Sitz hier noch verstellen. Guck mal, sodass ich hier mir so richtig viel Platz schaffe. Ah, und dann könnte ich hier mal schön auf unseren Langstrecken eine Runde Powernapping machen. Und da kommen wir auch leider schon zum Fazit des heutigen Videos. Ich muss euch sagen, wir haben hier zwei extrem gute Elektroautos. Und gerade wenn ihr euch die Verbrauchsfahrten anschaut mit dem Kia EV6 und dem Hyundai IONIQ 6, dann haben wir auch, wie ich finde, gute, effiziente Fahrzeuge. Sicherlich beim IONIQ 6 besser. CW-Wert 0,21, das ist ein mega, mega Top-Wert. Ich glaube, der EV6 hat 0,26. Korrigiert mich gerne, wenn ich da was Falsches im Gedächtnis habe. Und das hat natürlich durch seine Aufbauform
auch so ein bisschen mit Effizienz und Verbrauch dann höher als beim IONIQ 6 zu tun. Ansonsten gute Ladetechnik, gute Motorenauswahl, gute Akkugrößen zur Auswahl. Letztendlich entscheidet bei euch vielleicht auch der Geschmack. Möchte ich die klassische sportive Limousine, schön mit dem terrassierten Pommes- und Currywursttheke, oder möchte ich das elegante Cross-UV, was eine coupéartige Designlinie hat, was so schön dahin gleitet, wo ich vielleicht dann auch wie in Abrahams Schoß durch die Gegend fahre, wobei das tue ich eigentlich ehrlich gesagt auch im IONIQ 6. Also ich könnte mich persönlich nicht entscheiden. Steffen, hast du einen Favoriten? Ja, aber den verrate ich nicht. Ja, Steffen ist ja immer so ein kleiner Geheimniskrämer. Vielleicht verrät das uns ja irgendwann mal. Das Einzige, wo ich vielleicht überlegen würde, ist halt Kofferraum, Heckklappe. Da sehe ich ja eher so den EV6 vorne, aber dann so den Verbrauch, Effizienz, Reichweite. Dann in der Langstrecke den IONIQ 6. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wo ihr die Nase vorne seht. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich bin mega, mega gespannt. Was sagt ihr zu beiden Fahrzeugen? Was ist euer Favorit? Für welches Fahrzeug würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr vor der Entscheidung steht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt dem Video einen Daumen hoch. Schaut gerne nochmal nach, ob ihr einen Fahrschein habt fürs nächste Video. Damit gemeint ein Abo, weil damit könntet ihr uns mega, mega unterstützen. Und wir liefern euch dann immer die neuesten Videos der Elektromobilität frei Haus. Also bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Olli.